Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, ich habe mir die Campus-Tüten bestellt und die sind gerade angekommen und ich habe mir gedacht, jetzt zeige ich euch denn gleich mal, was da drin ist. Und zwar, ja, die sind ja immer richtig schwer. Ich habe ja die Friends-Edition. Das bedeutet, zwei Tüten sind dann im Karton und dann ist das immer schon richtig schwer. Und hier haben wir auch einmal ein Getränk und zwar hohes C, Mindwater mit Vitamin B12 und Eisen. Das hat auf 100 Milliliter 2 Kilokalorien. Ja, Wassermelone, Gurke, Geschmack. Hört sich sehr, sehr gut an. Da freue ich mich drüber. Ohne Zucker, mild prickelnd und natürliche Trübung. Ja, das war im Karton jetzt so einmal extra drin, noch nicht in den Tüten. Ja. Ich habe übrigens bezahlt. Nur Versand zahlt man ja mit Campus-Tüten bestellt. Und da habe ich bezahlt 9,90 Euro oder so für den Versand. Und das kam jetzt mit Hermes. Erste Tüte. Der neue Skier isländischer Art zum Snacken. Das ist ja auch immer ein bisschen Werbung mit dabei. Und dann der Spiegel. Magazin fürs Studium und Berufseinstieg. Einmal das Päckchen, dann haben wir noch ordentlich Werbung drin für Shop-Apotheke. Was ist das? Organspende. Noch immer hungrig, bestelle jetzt online und sichere dir einen 10% Rabatt. Babels Funktional Food. Mache ich mal scannen, mal schauen, was das ist. Und nochmal Liesel. Ja, ATU. Also ist immer noch Werbung drin. Oh, sieht aber gut aus. Das ist einmal hier dieses Bier, Moser Liesel. Okay. Was ist denn das? Von Gatubi Strandmatte, eine Mattpaste für Surferlooks ohne Verkleben. Matteffekt, strubbeln, texturieren. Aha. Matteffekt für die Haare. Für Surferlooks, ja. Was steht hier? Ob zerzaust, zerrauft. Hauptsache matt für Surferstyle oder andere Strubelpeter. Sehr, sehr interessant. Das kenne ich gar nicht. Matteffekt, strubbeln, texturieren. Ja, ohne zu verkleben. Finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Ich denke, das werde ich meinem Sohn geben. Riecht auch ganz gut. So sieht das aus. Das ist die Textur. Was mich nur wundert, ist Hauptsache matt. Will nicht jeder glänzendes haben. Ich mache mir das jetzt mal hier so. Oh ja, das ist so. Und was passiert dann? Es riecht auf jeden Fall gut und ich glaube, das gibt auch Halt. Okay, finde ich ja schon mal echt spannend. Ah ja, es ist 12 Monate haltbar nach dem Öffnen. Ja, das kriegt mein Sohn. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Mesmer-Tee Sommerbeeren mit Vitamin B-Komplex. Einen Haferkraft von Corny mit Skier. Oh, das ist von Shamans ein Lifting Skin Booster, ein straffendes Serum, mildert Mimikfältchen, wirkt vitalisierend, dermatologisch bestätigt, Wirksamkeit sehr gut, leichte Textur, hochwirksame Pflege. Von Shavens. Anwendung gleichmäßig auf die gereinigte Haut auftragen, leicht einmassieren, kurz einwirken lassen, mit der gewohnten Pflege fortfahren. Für ein optimales Pflegeergebnis empfehlen wir eine Anwendung von 2 bis 3 Mal pro Woche. Kühl und trocken lagern. Hidden Journal. Ah ja, ist so zum Sprühen. Oder das heißt Sprühen, das ist so Pumpen, ne? Das ist so ein Serum. Durchsichtiges. Okay, naja, sehr schön. Ein Lifting Skin Booster. Sieht auch ganz hübsch aus, ne?
Auch sehr schön. Ich glaube, es hat keinen Geruch. Einmal der Innenmuster. Dann haben wir hier, das hatten wir letztes Mal auch, von Alpro mit Vitamin D und B12. Und ich glaube, das ist Hafermilch, ne? Irgendwo stand das doch. Ja, Haferdrink. Ein Haferdrink ist das. Das war nämlich letztes Mal auch in den Tüten mit drin. Oh, wie schön. Von Shavins eine Tropical Breeze Tuchmaske. Exotischer Pflegecocktail. Erfrischt und regeneriert die Haut. Auch Wirksamkeit sehr gut. Eine Shavins Maske. Tuchmaske. Hey, ist ja wie für mich gepackt, die Tüte. Finde ich ja richtig klasse. Dann haben wir hier von da mit pflegendem Zinkkomplex. 0% Aluminiumsalze, ein Deo. Nochmal was hier. Oh, Bilou. Made with Love. Duschgel. Ein Duschgel von Bilou. Das geht gleich weiter an die Freundin meines Sohnes. Oh, schön fruchtig. Ja. Einmal Bilou. Toll. Gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Dann haben wir hier Barbells Funktional Food, ein Kakao-Latte-Flavor, eine Trinkmahlzeit. Was hat denn so eine Trinkmahlzeit an Kalorien? Wie viel Kalorien hat denn das jetzt? Hier steht nämlich 100 Milliliter, dann steht hier 570/89. Eine Trinkmahlzeit. Dann haben wir hier ein Easy Lemon Getränk von Red Bull. Das war nichts für mich, aber das war nicht gut. Nochmal Bilou, wie cool ist das denn heute? Ein Repair Spray. Aprikot Shake. Eine Sprühkur für die Haare. Jetzt möchte ich, dass die zweite Tüte dasselbe drin ist, sonst wünscht man sich immer was anderes. Ich finde die Tüte so toll. Ich sprühe mir mal hier was rein. Das duftet schön. Allein schon der Duft ist toll. Echt klasse. Hoffentlich ist die andere Tüte dasselbe drin. Das sieht ein bisschen anders aus. Ja, doch, da sind ganz andere Sachen drin. Dann werde ich das jetzt erstmal wegräumen und dann packe ich mit euch zusammen diese Tüte aus. Ich bin ganz geflasht. Ich finde die Tüte eben so toll. Mal schauen, was jetzt in dieser Tüte drin ist. Natürlich auch erstmal wieder Werbung drin. Ich denke mal, das ist alles ungefähr dasselbe. Nee, das hier ist so ein Heftchen mit Rabatte für Studierende. Ja, das kriegt mein Sohn dann. Und ansonsten ist das alles ähnlich. Okay. Dann ist hier auch ein Teebeil von Mesmer. Sommerbär. Werbung. Gummibärchen, Together We Can, bietet. Jetzt Zusteller werden. Aha. Okay. Dann haben wir hier drin einen Milram 100% pflanzlichen Kakaodrink auf Basis von Hafer mit Kalzium. Ich mag ja Hafermilch sehr, sehr gern. Ich kann mir vorstellen, dass das gut schmeckt. Kalorien, 100 Milliliter haben 55 Kalorien. Ah, das wird bei dem anderen auch so sein. Das sind nämlich Kilojoule und Kalorien. Dann hatte der andere Drink nämlich in 100 Milliliter auch nicht so viel, nur 89 Kalorien. Hier ist Waterdrop drin. Die hatte ich ja letztes Mal mir in Original gekauft, weil ich dachte, dann trinke ich mehr Wasser, aber so toll finde ich das nicht. Und eine Zuschauerin sagte, auch, dann macht ihr doch einen Tee, lasst, denn wenn den kalt werden, das im Kühlschrank stellt, schmeckt genauso, stimmt. Das sind einmal diese hier. Ich bin davon nicht so begeistert. Viel zu teuer, finde ich. Auch nochmal ein Drink und diesmal ist das Strawberry Flower Trinkmahlzeit. 500 Milliliter, das war ja das hier, ne, mit dem Kilojoule und Kalorien. Und das hat dann nämlich 89 Kalorien, 100 Milliliter. Einmal Erdbeeren. Aqua Bergamot. Aha, das ist auch was. Entweder für meinen Mann oder meine Jungs.
ein kleines Deo-Spray. Einmal ein Deo. Ein Rasierer von Wilkinson. Hydro 5. Okay, den kriegt mein Mann, denke ich. Einen Rasierer. Sehr schön. Nochmal die Hafermilch von Alpro. Auch nochmal den Corny Classic mit hier. Lecker. Auch nochmal dieses Lieselbier. Ein Shampoo, Fresh It Up. Pflegeshampoo mit Passionsfrucht für fettigen Ansatz und trockene Spitzen. Das hört sich gut an. Einmal ein Schaumer-Shampoo. Naja, die Tüte kann gar nicht mithalten mit der anderen. Die andere fand ich viel, viel besser. Hier haben wir jetzt nochmal Easy Lemon. Das hatte ich in der anderen auch. Und Spicy Rum und Cola. Uff. 10% Alkohol drin. Das ist natürlich nichts für mich, aber das werde ich verschenken. Schade, ich hätte gerne beide Tüten gleich. Sagt man ja sonst selten, ne? Man freut sich ja über Abwechslung. Aber in dem Fall fand ich die erste Tüte richtig toll. Die zweite Tüte fand ich auch okay. Kann man ja das meiste davon gebrauchen. Gut, Bier und so alkoholische Getränke sind nichts für mich. Das macht aber nichts, die gebe ich weiter. Und ansonsten sind das natürlich auch schöne Sachen. Der Rasierer für meinen Mann, einmal Axt für meinen Mann. Ich würde sagen, das ist eine Männertüte gewesen. Das ist eine Tüte für Männer. Und das andere war eine Tüte für Frauen. Also eine für mich, eine für meinen Mann. Ne? Ja. Und meine Jungs, die dürfen sich natürlich auch noch was aussuchen. Ja. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt an dem Video. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.